So, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge. Ich bin der Booster und wir spielen Forspoken. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben, ja, das Monument aktiviert und damit die Quest hier drinnen. Jetzt werden wir das Gebiet nochmal normal clearen. Das schnelle Wachstum des Bruchs. Wie faszinierend. Ich finde, das klingt ziemlich ätzend. Hier oben was drauf? Na, einmal schauen. Noch ein Tagebuch? Tagebuch eines Jungens, Robens Überzeugungskraft. Keine Leichen hier. Und alles ist relativ intakt. Die Bevölkerung wurde wohl rechtzeitig evakuiert. Manche hatten mehr Glück als andere. Okay, hier gibt es noch einen Mutanten. Okay, dann rotieren wir mal links rum zu den Mutanten. Mal schauen, ob hier irgendwo Mana ist. Ja, sehr viel Mana. Hier ist wieder so ein Drachen. Schaut eher aus wie Maprand, ja. Das sind so die nächsten Ziele. Thank you.
Okay, dann haben wir hier erstmal alles. Okay. Das ist sicher unser Mutant von der ersten Begegnung, den wir gekonnt mal außen vor gelassen haben. Ich glaube, wir sind stark genug, um uns endlich darum zu kümmern. Weil ich noch in der Animation feststeckte, konnte ich nicht ausweichen. Und ab damit.
Bereit? Bereit? Und ab damit. Wieder daneben. In ihn reingesprungen? Ach, schade. Alles klar. Ganz schön knapp. Okay, diesmal haben wir ihn gezwungen. War trotzdem steil, ja, hier und da ein bisschen knapp. Okay, dann haben wir ja alle Punkte in diesem Gebiet abgegrast. Ja, hier ist der Mutant. Können wir hier hinreisen? Hier können wir hinreisen. Okay. So, schauen wir mal rein ins Crafting. Wir müssen noch ein bisschen was herstellen. Schauen wir mal, ob hier noch Dings rumliegen. Potions? Nee. Zwei fehlen noch. Okay.
Dann lass rechts rum rotieren. Da hoch. Das hat sich angehört, als wäre hier noch wer, aber... Nee, nicht das. Ist der? Das ist der Mutant. Die Mine macht ordentlich Damage. Das ist der Mutant, ne? Bereit? Okay, weg, 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 weg. Bereit?
Alles klar. Bereit? Okay, jetzt hat sie endlich mal gezündet, voll. Bereit? Nice. So, willkommen zurück. Ich hatte ein kleines Problem mit meinem Controller. Und wir sind hier stehen geblieben, haben den Mutanten hier besiegt. Bin nochmal kurz raus, muss den PC neu starten und ja, ich hoffe, dass jetzt funktioniert. Und dies, an der Stelle werde ich einen kleinen Schnitt reinmachen. Ach, jetzt hat er die zwei Kisten. Okay. Holen wir uns nochmal die Kisten. Wohl bei der hinteren bin ich mir schon fast sicher, dass ich mir die schon einmal geholt habe. Okay, die Kiste kommt halt immer wieder. Okay. Okay, dann lass uns gleich dahin laufen. Oh, ist das hier eine Höhle? Schauen wir mal. Okay, es hat irgendwie nach mehr ausgeschaltet, als es jetzt tatsächlich ist. Ist okay.
Wir müssen noch weiter rauf. Kommen wir hoch. Hol noch die Kiste, ah, die ist hier oben, okay. Hat er uns jetzt wirklich noch erwischt? Schade. Jetzt haben wir ihn. Ich dachte, er ist schon down. Und ab damit. Und ab damit. Nächstes Monument. Okay, 5 TP mehr. Sehr gut.
jetzt hier Richtung Glockenturm arbeiten. Die ist da oben, die Kiste, okay. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo aufkommen. Noch wer? Da hinten. Und ab damit. Ja, die Fliegedinger sind echt manchmal ein bisschen problematisch. Die 2 markiert. So, die ist da oben. Okay. Ja, wenn da drüben versuchen ist. Alles klar. Come.
So, jetzt versuchen wir wieder da hochzukommen. Ich würde gerne nicht nach vorne, sondern nach hinten quasi dann abspringen. Okay, Trick 17. Ja, ich dachte, ich verzweifle jetzt so wie bei dem letzten Turm auch. Na, keine Map. Okay, man kann nur 5 Sachen markieren. So, aktivieren wir den Glockenturm. Hier ist noch ein Mutant. Ja. Okay, dann zirkeln wir halt rechts rum. Überall diese Flugedinger. Okay.
er mich schon wieder. Einzig Gute ist, solange die Musik spielt, wissen wir, okay, wir müssen uns noch verteidigen. Achso, der Mutant bewacht sich eine Kiste. Mana nehmen wir natürlich noch mit. Ja, 200, wir sollten dann auch mal die, nach dem Ding werde ich mal in die Dinge reinschauen, in den Skillbaum. Würde gerne neue Skills lernen. Oh, oh ne. Was der dann noch trifft, ist frech. Okay, sie geht voll durch. In dem Moment muss ich stehen bleiben, natürlich. Alles klar.
und ab damit. Ich dachte, ich komme besser hinter ihn für die Ulti. Okay, der Baum hat uns gerettet. Und ab damit. Verdammt! Und noch erwischt. Nein, what? Ja, schade. Manchmal ist es so tricky, dass sie einfach stehen bleibt dann davor. Ohne wirklich zu verstehen, warum sie dann einfach stehen bleibt oder sonst bricht sie ab und bei manchen Attacken bricht sie nicht ab und bleibt einfach stehen, ne? Alles klar. Auf jeden Fall versuchen wir das jetzt clean runter zu spielen. Sprach er und wird getroffen. Er ist fast wieder stehen geblieben. Alles klar. Und ab damit.
bin ja auf jeden Fall am Grashalm oder am Stein kurz hängen geblieben, aber bin gerade noch im Befreien. Alles klar. Okay, er ist unten. Finishen. Ging nicht. Bereit? Und ab damit. Alles klar. Jetzt noch schön für den Flex mit der Ulti. Yes. Puh. Die sind nicht ohne. Die sind nicht ohne. Wahrscheinlich, wenn man dann die anderen Magiearten hat, noch Feuer, Blau. Blau ist, glaube ich, die nächste Farbe, die wir suchen. Wasser, könnte ich mir vorstellen. Ruinen. Ja,
wenn wir dann von dem Punkt aus reisen, dann lass die Kiste holen. 1, 2, 3 und dann hier in die City. Endlich haben wir das mit den 5 Dingern geschafft. Warum ist die 3? Scheint nichts mehr zu sein. So, dann, ja, auf in die City. Ich glaube, hier waren wir schon. Oben noch. Sehr gut. Da vorne ist wieder ein Labyrinth. Hier geht's weiter.
ihr scheint alles zu schreien. Bleib bloß draußen. Lass mich raten. Jetzt willst du erst recht hinein? Absolut. Falsch. So. Als erstes checken wir mal kurz unsere Zauber. Müssen wir noch was craften. Ach, der wurde automatisch verbessert. Okay. So, ich hätte als nächstes hier die Ulti. Dann hinein ins Labyrinth. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wie alt das alles wohl ist? Ich schätze ziemlich alt. Schon her! Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Okay, es waren ein paar, aber es war jetzt nicht wirklich die Herausforderung. Hier abstürzen. Ach so, damit man wahrscheinlich zurückkommt. Ja, okay, das Mana will ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay, hier ist quasi dann ein Brunnen, falls du noch nicht das mit dem Lasso hast, damit du dich wieder aus dem Labyrinth befreien kannst, sonst wärst du natürlich stuck. Ich hoffe, ich habe alles. Das Rasten brauchen wir noch nicht. Also los. Diese Begeisterung. Wow, das sind echt viele. Ja, ein netter Empfang. Oh, okay.
Alles klar. Nur einen Weg. Okay, weiter. Euro, ja. Und ich. Dann Bosskampf, Bosskampf. Das Teil ist echt krass. Gegen ihn wirst du alle Register ziehen müssen. Das glaube ich auch. Warum kann ich ihn noch nicht fokussieren? Jetzt. Okay, der hält ja gar nichts aus. Okay, ich verstehe, wo die Schwierigkeit besteht, an den Ads. Aber ich glaube, wir werden Damage Race auf ihn machen. Wenn er down ist, sind die Ads auch weg. Aber mit... Der kann, glaube ich... Oh, zweite Phase, oder? Aber ich glaube, wenn du nicht genug Damage hast, dann, und der spawnt die ganze Zeit Ads, könnte das echt ein Problem werden. Aber so ging's ganz gut und ganz gut durchgekommen. Notizen eines Soldaten der Reddick 2. Hier war der Zutritt also streng verboten. Schon seltsam hier. Welche Taste soll? So, abgeschlossen. Manic Belt. Ein uraltes Kleidungsstück, das tief in dem Verlies verborgen lag. Verstärkt den verursachten Schaden bei vollen TP. Okay. Hier haben wir ein Monument der Stärke. Und ich würde dann hier hoch rotieren. Hier geht's mit dem Abenteuer weiter. Wir müssen doch hier irgendwo in den... Ich würde das Monument mitnehmen. Und die Quest machen wir dann ein andermal. Unser Fokus ist jetzt erstmal die nächsten paar Folgen noch auf jeden Fall. Quest nachholen und
die nicht abgeschlossenen Orte, weil irgendwie habe ich das Gefühl, weil das jetzt auch schon mehrfach von der Geschichte hingewiesen worden ist, wenn man gewisse Punkte erreicht, kann man nicht mehr zurück. Das ist irgendwie, gerade beim Open World, wo man gerne, natürlich gerne viele Freiheiten hätte. Jetzt haben wir mal diese geschafft. Gerne viele Freiheiten hätte, alles zu erledigen. Unabhängig vom Fortschritt seiner Geschichte. Das ist ein bisschen ein fader Beigeschmack, das jetzt hier alles so durchzumachen. Einfach nur, ja, weil man natürlich Angst hat, irgendwas zu verpassen. Irgendwas Wichtiges oder mehr oder weniger Wichtigeres. Und man das Gefühl hat, man kann da nicht mehr zurück. Versuche ich natürlich jetzt ihm, ja, nicht allzu viel Zeit zu verdaddeln, sondern jetzt mal die ganzen Sachen, wo wir schon waren, an die Nebenschauplätze plus 5 Verteidigung zu kommen. Hier unten. Ich würde dann gerne in die Richtung laufen und das hier aufheben. Hier hinten müssen wir dann auch noch hin. Haben wir. Kann man hier hinweisen? Nee. Auch nicht. Wir müssen eh laufen. Dass ich hier nirgendwo hinporten kann. Hier oben kann man sich hinporten, okay. Ja, dann lass da hinlaufen. Nicht, dass die jetzt hier stören, wenn wir hier den Mutanten machen. Guter Opening gewesen. Okay, der Buff ist wahrscheinlich dann, also der Schrei, der bufft er sich. Okay.
Ja, gut getroffen, der war gut. Bereit? Gute Nacht. Zurück zu unserer Mine. Sehr clean runtergespielt, sehr gut, sehr gut. Gut gemacht, diesmal. Besser wie der letzte Mutant, der war ein bisschen, ja, unnötig spannend, sagen wir mal so, ne? So, war das auf die Kiste? Ja. Okay, dann holen wir schnell die Kiste und ab in die Hier ist schon wieder so ein Drache. Kommen wir hier hoch? Ja, manchmal kommt man einfach nicht hoch. Das ist unglaublich. Unnötig. Ach, hier ist noch einer.
Oh, da hinten ist ja wirklich eine Höhle. Ach, hier sind wir. Ja, ja. Ich weiß wieder, wo wir sind. Ich glaube, auch die Kiste, die hier war, haben wir schon freigeschalten. Ja, genau. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr, ne? Von da hier runterreisen. Ja. Machen wir. Ich würde zuerst in die Zuflucht gehen. Die Skills durchschauen. Was können wir verbessern? Und dann dort hoch und das oben abgrasen. Ah, vielleicht können wir wieder was herstellen. Dann können wir den letzten Skill noch verbessern. Und 3 neue Skills lernen. Nice. So, damit können wir 3 neue Skills anschauen, die wir verbessern wollen. Gut. Ich möchte auf jeden Fall hier das verbessern. Ich habe den hier hinten noch. Ach, noch 2 Gegner fehlen. Steinwurf. Ja, dafür müssen wir dann. Okay, Leute, dann haben wir das. Dann reisen wir hier zu dem Glockenturm. Genau, und dann grasen wir hier die Ecke ab. Es ist sehr angenehm, dass die Reisezeiten so gut sind.
Wo war die andere Kiste? Da oben? Zwei ist hier unten. Ah, unter der Brücke. Pech, dass der uns noch trifft. Ganz schön knapp. Ab damit. Dann spring doch. Hier ist noch einer.
Hier gibt's wieder noch so einen Würfel. Hey, ein Pater. Und das hier draußen. Und Frey? Lust auf ein Spielchen? Natürlich. Einmal würfeln können wir ja, ne? Okay. Hm, heute ist mein Glück. Gefühlt ist da halt jeder Würfel nahe ein Glückstag. Okay. Holen wir uns noch die Kiste da drüben. Das ist auch wieder so ein Riesending. Hinten an der Wand hängen geblieben. Bereit? 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 Nur wieder stehen geblieben. Ja gut, dann hätten wir das. Hier haben wir noch ein Monument. Ich weiß nicht, ob wir hier schon... Na, waren wir noch nicht. Okay. Das letzte Maßnahme. Wir holen uns hier noch den kleinen Attribut-Boost. Das 5 Defense können wir auf jeden Fall gebrauchen. Damit haben wir dann hier alles bis auf eine Höhle. Ah, das hier hinten wahrscheinlich.
Hier gibt's auch noch was, okay. Aber kamen wir nicht von dort? Ne, scheinbar nicht. Okay, ich würde sagen, wir haben ein gutes Ende für die Folge erreicht. Und wir machen dann hier weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Servus.